Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Gaming News. Ich bin Rektalin und ihr schaut Fibre Games for You. Beginnen wir mit den Veröffentlichungsterminen der kommenden Woche. Am Mittwoch kommen die Zombies zu Besuch in Resident Evil Revelations 2, doch auf Nintendo-Konsolen bleibt ihr davor verschont. Der Freitag wird außerirdisch mit Dragon Ball Xenoverse für alles bis auf Wii U und 3DS und Dynasty Warriors 8 Empire für Xbox One und PS4. Das war es dann aber auch schon und wir kommen zu den eigentlichen Gaming News der vergangenen Woche. Blizzard testet Mikrotransaktionen für Diablo 3, doch vorerst nur in Asien. Erst das Auktionshaus, jetzt Mikrotransaktionen, man muss die nicht verstehen. Der erfolgreiche Gaming-Streaming-Service Twitch wird im September seine erste eigene Convention ausrichten mit dem Namen TwitchCon. Die Con wird in San Francisco stattfinden. In England wird diesen März die erste englische E-Sports-Arena eröffnet. Mit dem Namen Gfinity Arena wird ein Ort geschaffen, in dem bis zu 600 Menschen die Events besuchen können. Die Arena befindet sich in London und wird regelmäßig eigene Turniere inklusive Preisgelder abhalten. Das Studio Darkside Games wird geschlossen. Das klingt erstmal langweilig, doch haltet ein. Darkside Games war mit dem Reboot zu Phantom Dust beschäftigt. Während Microsoft zwar bestätigt, dass an dem Projekt weitergearbeitet wird, ist noch nicht bekannt, wer die Arbeiten fortführen wird und inwiefern das die bereits geleistete Entwicklungsarbeit beeinflussen wird. Die große The Order 1886-Kontroverse der letzten Woche. Ein YouTuber mit dem Namen PlayMeDrew hat bereits 6 Tage vor der eigentlichen Veröffentlichung des Spiels einen kompletten Walkthrough auf YouTube veröffentlicht. Der Stein des Anstoßes ist die Spielzeit. Es dauerte für PlayMeDrew lediglich 5 Stunden, das Spiel zu beenden. Ich habe ebenfalls eine Meinung dazu, es sieht super aus, aber für ein 60 bis 70 Euro Vollpreistitel ohne Multiplayer oder Wiederspielwert ist das inakzeptabel. Vor allem wenn man bedenkt, dass diese 5 Stunden in etwa zu gleichen Zeiten zwischen Gameplay und Cutscene aufgeteilt sind, kommen wir auf eine Spielzeit von 2,5 Stunden. Früher gab es in der PC Games einen Graphen mit Preis pro Stunde Spielzeit. Gehen wir hier von 60 Euro aus und einer Spielzeit von 5 Stunden, dann haben wir 12 Euro pro Stunde. Das ist teurer als Kino. Deshalb warte ich darauf, bis das Spiel günstiger wird. Was zeitnah passieren sollte, siehe eine andere cinematische Erfahrung aus dem Hause Sony mit dem Namen Beyond Two Souls. Amiibos werden Super Nintendo und NES Games freischalten in naher Zukunft. Damit sind wir ja bereits am Ende der News angekommen, doch bleibt noch ein Moment, es gibt noch etwas in eigener Sache. Wie versprochen, der nächste Inazuma Stream wird Montag stattfinden. Das Stream startet um 20 Uhr. Wir sind weiter auf der Suche nach Tescard. So, dann sind wir aber auch wirklich durch. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche euch einen schönen Sonntag.